Verkaufsraum hat es heute auch Ursula Hesse mit ihrem betagten Trio abgesehen. Ich habe drei 100 Jahre alte Frackknöpfe, die man früher im Frackhemd getragen hat, und hoffe, dass ich einen Käufer finde. Aber natürlich nicht ohne fachkundige Expertise unserer heutigen Schmuckbeauftragten. Bitte schön, junge Frau. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag, Ursula Hesse. Frau Hesse, darf ich Ihnen vorstellen, Frau Dr. Heidegger Zipper-Zabel. Frau Hesse. Oh, was schnuckelig, jetzt guck mal, Heide. Ja, da bin ich aber gespannt. Ne? Bitte schön. Frau Hesse, was ist denn da drin? Das sind drei antike Smoking-Knöpfe. Drei antike Smoking-Knöpfe jetzt? Frackknöpfe. Frackknöpfe. Schwiegervater hat das noch getragen. Herr Schwiegerpapa, da war es aber ein feiner Herr Schwiegerpapa, ja, oder? Ja. Ein toller Herr, denke ich mal. Die Gesellschaften gegeben. Das heißt, Sie sind noch aus altem Familienbesitz. Ja, ich habe sie, mein Mann ist sehr früh verstorben. Ich habe sie vor 43 Jahren von ihm geerbt. Mhm. Und er hat sie von seinem Vater geerbt. Gut, aber jetzt dürfen Sie natürlich weg. Sie dürfen neuen Besitzer finden. Ich hab so viel Andenken und meine Kinder an ihren Vater und ich an meinen Mann. Ich kann mich nicht mitschmücken, also gehen Sie weg. Ist schon was geplant, was mit diesem wahrscheinlich mittelschweren Vermögen passiert? Also mittelschwer glaube ich nicht. Entweder Currywurst oder ein tolles Essen. Oder aber für neuen Schmuck. Ich auch immer für zu haben. Da bleibt unter uns zwei. Genau. Liebe Heide, ja. Ich habe gesehen, das könnte für mich Gold sein. Und da oben sind Steine drin. Es ist Gold. Und das Gold hat sogar einen Roséton, einen kräftigen, 585 gestempelt. Und ich kann auch sehen, dass es zum größten Teil handgearbeitet wurde. Man erkennt Sägespuren an den kleinen Krabben, also diese Greifer, die den Stein fassen. Mhm. Und die Steine, bei den Steinen handelt es sich um Rosendiamanten. Mhm. Und das sind eigentlich Steine gewesen, die man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts geschliffen hat, aber darüber nicht mehr. Weil man dann große Diamantvorkommen hatte und dann eigentlich nur noch Altschliff geschliffen hat. Also den Brillantschliff, der aber etwas anders proportioniert wird als der moderne Brillantschliff, den wir heute haben. Aber ich sehe auch an den Steinen, dass sie unterschiedlich groß sind. Sie sind mit Sicherheit aus einem anderen Schmuckstück herausgenommen worden und hier zu Frackknöpfen oder Frackhemdknöpfen verarbeitet worden. Sind sie echte? Ja, auf jeden Fall sind es echte. Also ich finde die totschick. Ja, sie sind wirklich sehr schön. Sie machen ordentlich was her. Sie sind ja groß. Schwebt denn eine Summe vor? Ich habe mal recherchiert, aber ich habe nichts Ähnliches gefunden. Ich habe andere gesehen, utopische Preise, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht 200 Euro. Nun können wir ja mal probieren, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, wir hören jetzt mal, ne? Ja. Liebste Heide. Ja, diese Schmuckstücke sind durchaus gefragt und ich möchte hier weit höher gehen. Eine gute Nachricht, fragt sich nur, um wie viel? Ich denke, dass 400 bis 600 Euro sehr realistisch sind. Ja. Dann würde ich sagen, neues Schmuckstück. Essen kann man immer. Genau. Ne? Soll man das so machen? Ja. Ja, ne? So. Also und sie stecken auch noch in dem Original, in dem wunderbaren kleinen Kästchen. Damit lassen sie sich auch vielleicht noch eindeutiger auf um 1900 datieren. Also, um 1900, 85er Gold. 100 Jahre im Familienbesitz. Das passt ja. Ja. Menschenskinder. Das hier ist noch gar nicht so lange bei mir im Besitz. Bitte schön. Vielen Dank. So, viel Freude bei den Händlern. Vielen Dank. Sehr gerne. Sie sind eine bezaubernde Lady. Danke schön. Da jetzt rüber. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe die Karte und ich habe eine sehr gute Expertise. Ich glaube, ich habe gute Chancen, denn Frackknöpfe sind wieder im Kommen und die jungen Leute tragen wieder Frack und Smoking. Nicht zu vergessen, die Schmuckstücke sind mit Edelsteinen bestückt und antik. So etwas ist bei den Händlern gerne gesehen. Aber was sind sie ihnen wert? Guten Tag, die Dame. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Tag, Chevin. Grüß Gott. Oh, ein schönes Kästchen. Ja, ein schönes Kästchen. Danke sehr. Altes. Bitte schön. Das sind alte Frackknöpfe. Ja, sehr schön. Mit Diamantrosen. Alte Diamantrosen, Roségold. Ja? Gestempelt, 585. Sehr schön.
100 Jahre alt. Ja, ich denke 1880. Ungefähr, ja. 1900, ja. Ich fange an mit 200 Euro. Starkes Gebot. Das ist so stark. Das löst dann noch mit dem Ich finde die schön. 210. 215. Die Schachtel ist auch 230. 250, weil die Kiste schön ist. Obwohl ich sie noch nicht gesehen habe. Es ist eine Antiquität. Ja. Von mir kriegst du 300. 320. Aber das ist ja nur eine kleine Platte, die ja. da als Stein ist. Genau. Die geht dir ja nicht bis unge. Nein, das ist aber billig gemacht. Das ist einer der ersten Schliffarten, die es gab. Aha, da waren die so dünn. Ja, die gibt's manchmal auch mit höherem Aufbau, aber unten sind sie flach. Darf ich mal die Kiste sehen, ja. bevor ich hier weiterbiete? Es ist was Besonderes, ja? Kommen wir denn schon in die Nähe? In die Nähe, ja. Ja, Expertise war weitaus höher. Ja. Aber ich höre. 400. Das ist mir zu viel. 410 Euro. Ich kaufe dir die Kiste ab. Nein! Die Kiste ist das Besondere. Die ist sogar noch ziseliert vorne ja. am Verschluss. Ja. Zähl ich mir auch noch mal, bitte. Das ist genau die Ware, die ich liebe. Wirklich schöner Originalschmuck. Und für den Herrn, was zu bekommen, ist wirklich selten. Ja, deswegen gibt es auch 420 Leider will mein Sohn sie nicht haben. Auch Enkel nicht. Wer bietet mehr? 440. Von mir kriegst 450. Ich rund's auf 500. 510. Läuft. Da haben ja. Sie was ausgelöst. Freue ich mich. Ja, ja. Ich freue mich auch für Sie. 530. 550, sag ich. Na, lass es dir, gell? Würden Sie denn die 550 Euro machen? Die Expertenschätzung lag zwischen 400 und 600. Gut. Ja, gern. Komm da vorne, Mädel. Dann kommen Sie zu mir. Super. 100, 200, 300, 400, 500 und 50. Ja, danke schön. Ich danke Ihnen. Vielen und Dank. Guten Heimweg. Auf Wiedersehen, die Damen. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schöne Fragen. Schön. Sehr hübsch. Ja, aus der Zeit. Die hätten uns auch gut gestanden. Ja. Okay. Ich habe 550 Euro bekommen. Wir gehen schön essen. Dann bekommt mein Enkel in Australien etwas und meine Enkelin in England.